So, ich wollte in dem Video mal ganz kurz zeigen, wie so eine Minecraft-Karte, die ich aufgenommen habe, in Minetest aussieht. Und zwar habe ich hier eine Karte, die einige Häuser von Schülern enthält. Ich habe hier auch einen Mod eingebaut, wo ich verschiedene NPCs eingebaut habe. Hier ist ein Haus, ein Gebäude, das auch Schüler gebaut haben. Und jetzt gehe ich gerade mal auf den Weg Richtung Schule. Wie man sieht, das ist ein Monster an der Schule, okay. Diverse Skelette, die die Schule bewachen. So, und hier geht's runter. Da ist ein Pferd auf dem Schulgelände. Und dann geht's hier rein. In die Aula. Der Hausmeister läuft rum, passt auf. Und mal so schauen. Hier der Chemieraum. Das sieht dann halt hier so aus. So, und jetzt habe ich mit Hilfe von einem Werkzeug und einem Tool diese Minecraft-Welt hier, die ich heruntergeladen habe vom Server, dann umgewandelt in eine Minetest-Welt. Das hat recht lange gedauert. Also ich glaube mindestens mal einen halben Tag. Und dann sieht das Ganze dann eben so aus. So. Das ist der Portalraum, aus dem ich am Anfang rausgelaufen bin. Man sieht eben, dass das ein oder andere nicht so ganz funktioniert. Hier fehlen zum Beispiel Steine, die es nicht gibt. Die Schilder sehen eben natürlich anders aus. Hier fehlen zum Beispiel einige Glasbausteine. Das läuft nicht absolut rund. Ich denke, das liegt einfach auch daran, dass das nicht ganz passt. Was hört man hier? Oh, da brennt was in dem Haus. Okay. Gehen wir mal schnell weg. Da hat irgendwas nicht funktioniert. Da haben wir dieses Gemeinschaftshaus. Ja, sieht sehr ähnlich aus, allerdings hier fehlen Steine vorne. Ich gehe mal gerade aus dem Flugmodus raus. Hier sind viele unbekannte Steine, und zwar ist das hier unter anderem der Teppich, den es nicht gibt. Und da der Teppich drauf liegt, halt hier so. Das arme Haus da. Na gut, ich gehe mal gerade wieder in den Flugmodus, um ein bisschen schneller voranzukommen. Das sieht ja teilweise sehr ähnlich aus. Was halt sich unterschieden hat, also zum Beispiel hier, das ist Lehm, glaube ich. Der sieht halt hier total anders aus und dadurch auch nicht mehr so sonderlich schön. Dann haben sich einige Pflanzen irgendwo untergebracht, wo sie vorher eigentlich nicht waren. Der Aufgang ist zwar ähnlich, aber die Bäume sehen halt unterschiedlich aus. Und was auch eben ein Unterschied ist, ist, dass die Lampen, die ich verwendet hatte, hier in Minetest genauso nicht gibt. Das heißt, ich müsste neue Lampen einbauen. Ansonsten ist natürlich eine gewisse Ähnlichkeit. Die Zäune wurden nicht richtig eingebaut. Das muss man wahrscheinlich leider nochmal alles korrigieren. Auf der anderen Seite hat man das Gebäude hier mit diesem Quarz als Baustein doch noch recht vollständig. Auch von draußen betrachtet sieht es eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Wenn man das also weiterverwenden will, ist das sicherlich ein Ansatz. Muss vielleicht den Boden ein bisschen verändern. Was man auch hier sieht, die Scheiben, genauso wie die Zäune, die sind nicht richtig dargestellt worden. Gehen wir mal gerade in die Cafeteria rein. Ne?
Sieht auch ein bisschen anders aus. Die Türen weiß ich nicht. Klappen die auf? Jawohl, klappt sehr schön. Also da wurde, ist auch die Konvertierung von Redstone nach Mese, nach diesen Mesecons hat einigermaßen gut geklappt. Ja, so ein bisschen was ist sicherlich zu machen. Auf der anderen Seite bietet Mindtest ja einige Möglichkeiten und man kann sich das ja mal anschauen. So erspart man sich auf jeden Fall, das Ganze neu zu bauen. Und mal gucken, ob das geht. Ja, müssen wir mal schauen. Also alles funktioniert nicht. Es gibt vielleicht noch das ein oder andere Mod, was ganz interessant ist, um das noch ein bisschen aufzumotzen. Jetzt ist gerade eben dunkel geworden. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, was da bei der Konvertierung rausgekommen ist.